Hallihallo, wer badet denn da in der Lava? Natürlich, es ist der Otterkönig. Oh weia, der sieht gefährlich aus. Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Super Luigi's Galaxy. Hier auf Katze, wir finden eine neue Galaxie. Und das ist Testsurfen. Das wird so cool, ich sag's euch jetzt schon. Okay, lass uns surfen, das klingt doch super, das machen wir direkt. Und zwar dürfen wir uns da mal bei dem lieben Pinguin melden und mit einem Rochen surfen. Erinnert so ein bisschen an Super Mario Sunshine, wobei es da ja keine Rochen gab, sondern so Tintenblooper, oder? Sowas in der Art. Hey, wer bist du denn eigentlich? Hi, wir sind aus dem Pinguinparadies hergekommen. Ah ja, was auch immer das Pinguinparadies sein soll. Hi, willst du auch surfen? Ja, genau. Ah, aber du reitest zum ersten Mal auf einem Rochen, oder? Dann erkläre ich dir, wie es geht. Ja, sehr gerne. Also, pass auf. Folge der Haltevorgabe unten rechts. Mhm. Genau, das ist die Grundstellung. Drehen nach links aus der Ausgangshaltung lässt sich dann nach links steuern. Okay. Genau, so beugst du dich nach links. Um nach rechts zu lenken, dreh den Controller nach rechts. Ja, so beugst du dich nach rechts. Die Geschwindigkeit kontrollierst du durch Drücken von B. Gut, soweit die Erklärung. Jetzt dreh mal eine Runde auf dem Kurs. Okay, dann mache ich das mal und versuche gleich mal alle Münzen einzusammeln, auch wenn diese nicht unbedingt wichtig sind im Spiel. Da, 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 da. Oh ja, hey, ich kriege gleich mal alle Münzen. 30 an der Zahl. Jetzt kann es auch schon losgehen. Ich muss eine Bestzeit von 1 Minute und 30 Sekunden schlagen. Das ist auf jeden Fall machbar. Wichtig ist es nur in den Kurven entweder abzubremsen oder sehr steil, sehr, sehr schräg reinzugehen, um die Kurven auch richtig zu nehmen und nicht herunterzufallen. Ich muss sagen, dieses Testsurfen ist gar nicht so schwer, finde ich zumindest. Und man kann ja immer wieder abbremsen. Das werde ich jetzt nicht tun. Ich bremse ab, indem ich kurz runtergehe vom Gaspedal in Anführungszeichen, nur um die Kurven dann ein bisschen besser zu nehmen. Aber ansonsten halte ich die ganze Zeit volle Kanne drauf. Ja, das sieht schon mal gut aus. Wir haben jetzt 50 Sekunden gespielt, 40 bleiben übrig, aber ich bin schon in der Nähe des Ziels. Von daher alles kein Problem. Schaut mal, da ist schon das Ziel, der große Sternenring. Jetzt wäre ich am Ende fast noch heruntergestürzt. Oho, 1 Minute 58? Hervorragend. Du hast dich so angestrengt, das verdient eine Goldmedaille. Tada! Aber die 58 Hundertstel hättest du dir sparen können. Dann wärst du unter einer Minute geblieben. Tja, du musst noch viel lernen und viel üben. Hey, sei mal nicht so. Ich bin ganz froh drum. Ich habe immerhin die Bestzeit geschlagen. Und das ist unser Stern. Sehr gut. Und einmal zurück mit uns. Und schwupps, kriegen wir ihn auch. Und das bedeutet, dass wir jetzt 6 Sterne haben. Und dass wir jetzt theoretisch eine neue Galaxie freischalten, oder? Nee, es kam nichts. Schade, die Box bleibt erst noch eine Fragezeichenbox. Dann schauen wir nochmal den Eierplaneten genauer an. Wir schauen uns diesen genauer an und gucken mal, wo wir den letzten dritten Stern finden. Otterkönigs UFO-Armada. Okay. Ich kenne noch den guten alten Otterkönig. Das war eine Banause, der in einem Lavabecken lebt. Man könnte schon fast von einer Lava-Badewanne sprechen. Und der große Stern ist da oben auf dem Pilzhäuschen. Guck ich mal, ob ich da hochspringen kann. Ist eigentlich locker flockig möglich. Mit einem Dreifachsprung, den ich überhaupt nicht gut getimt habe. Aber dann eben vielleicht von der Seite aus. Ach nee, komm. Luigi, was ist denn los? Jetzt Konzentration, mein lieber Freund. Ja, sehr gut.
Und jetzt einmal mit dem Stern weiterdüsen. Auf diesen lustigen Kokosnussplaneten. Hey, ein Toadie. Alles in Ordnung? Luigi, danke. Dafür verrate ich dir unseren geheimen Trick. Diese dornigen Dinger, denen du dich nicht nähern kannst, schleudere eine Kokosnuss mit einer Drehattacke auf sie. Dafür brauchst du nur dein Joy-Con zu schütteln oder Y zu drücken. Okay. Dann sollte ich mal nach einer Kokosnuss-Ausschau halten. Denn diese Dornendinger scheinen wohl empfindlich zu sein. Was unser Vorteil ist, denn wir müssen ja diese Dornendinger auch kaputt machen. Schaut mal, hier. Das war nicht so gut. Aber jetzt hier nochmal. Und perfekt. Da ist ein kleiner Stern, der uns zu einem großen bringt, oder? Nee, zu einem anderen Planeten. Das ist ja verrückt. Was gibt es hier Schönes zu entdecken? Oh, ein Pocky. Okay, das war mal ein Pocky. Der ist jetzt erstmal glatt. Und jetzt schnell weiter. Schnell von hier verschwinden. Kettenhunde, die hier durch die Gegend rollen. Ich reise aber weiter. Und da war aber noch eine Röhre. Ist da nicht sogar noch ein Spezialstern oder sowas? Naja, die muss ich mir sowieso noch irgendwann extra krallen. Autsch. Das hat wehgetan. Das hat sogar sehr wehgetan. Ja, vorsichtig. Wir schauen mal, ob wir da oben was finden. Da ist nämlich ein schöner großer Stern. Und ohne diesen werden wir womöglich auch nicht weitermachen können. Deswegen stürzen wir uns da rein und jetzt... Boom! Eieieiei. Hier sieht es ja spannend aus. Das ist die große Flotte. Aber ist das auch die Flotte von dem Otterkönig? Womöglich schon. Zumindest sind da Oktopus-Gegner, die in den Fässern leben. Die hauen wir gleich mal um. Zack, geschafft. Damit schalten wir die Brücke frei und können unser Abenteuer von hier aus jetzt fortsetzen. Ganz langsam nach oben. Und da ist schon ein großer Stern. Und der bringt uns, da bin ich mir sogar ziemlich sicher, jetzt zum Otterkönig. Otterkönig, wir kommen! Ja, das muss die Badewanne sein. Das ist die Rückseite der Badewanne. Wenn wir jetzt nach oben laufen, erscheint er. Ja, das ist er, das ist er. Da kommt er auch schon. Der Otterkönig. Autsch, au, 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 heiß, heiße Angelegenheit. Au, 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 au. Tut mir leid, Luigi. Das ist echt gefährlich hier. Luigi, sei aber tapfer. Ich weiß, du bist manchmal ein bisschen ängstlich, nicht ganz so tapfer wie Mario. Aber trotzdem kriegst du es am Ende des Tages immer hin. Und das ist wirklich bewundernswert. Du bist einfach ein herzallerliebster Typ. Zack. Und wieder ein Treffer. Ich glaube, ein letzter Treffer fehlt noch, dann haben wir es sogar schon geschafft. Jetzt nochmal hier, der rumpelt und rampelt herum. Achtung, nein, auch Menno. Das sieht nicht gut aus. Jetzt kommt wieder eine Kokosnuss. Ich bin aber zu langsam gewesen jetzt in dem Part. Jetzt komm, 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 komm. Ich muss aufpassen, ich muss aufpassen. Jetzt Kokosnuss. Treffer Nummer 1. Treffer Nummer 2 und Treffer Nummer 3 geschafft. Wir haben den Otterkönig besiegt, der gerade noch in der Badewanne ein bisschen entspannt und, naja, den Stern versteckt hatte. So, bitteschön, Luigi, schnapp dir den Stern und reise mit Zuversicht und mit guter Laune wieder nach Hause zurück in die Sternwarte. Hallihallo, wir haben wieder einen Stern. Einer fehlt uns noch, bis wir einen weiteren großen Stern zurückerobern dürfen. Eine neue Galaxie wurde entdeckt. Aha. Und ein Gourmet-Luma ist aufgetaucht. Und der ist hier vor der Terrasse. Na, den können wir vielleicht nachher noch besuchen. Aber jetzt erstmal die neue Galaxie. Was ist das? Umdrehboden-Galaxie. Ach, herrje. Diese Galaxie hat schon seine kniffligen Seiten, sagen wir mal so. Färbt die Umdrehböden gelb ein, ist die Aufgabe. Okay. Ihr seht schon, dieses Level besteht nur aus 3 Seiten. Es ist nicht sonderlich groß. Es kann aber umso kniffliger sein, wenn es darum geht, an den Bodenplatten vorbeizuspringen.
Vor allem haben wir hier noch diese Elektrozäune, die sich bewegen. Und Luigi ist ein Charakter, der leider nicht sofort stehen bleibt, wenn man mit einem Rückwärtssalto in das schwarze Loch gesprungen. Echt super. Naja, was ich sagen wollte. Luigi ist leider kein Typ Mensch, der gerne mal schnell stehen bleibt, sondern erstmal ein wenig rutscht. Und das kann ihm zum Verhängnis werden. Deswegen muss ich sehr vorsichtig sein. Und das irgendwie... Oh, wow, das war knapp, das war knapp. Ich will das trotzdem irgendwie jetzt schaffen. Nee, Luigi! Du hast noch eine Energie... Einen Energiepunkt, sage ich jetzt mal. So, da oben ist nichts. Na gut. Den kann ich den irgendwie stoppen? Nee, kann ich nicht. Okay, wir sehen uns später, du komisches Drehding. Vorsicht, Vorsicht, ganz langsam. Und jetzt hier weiter. Wir haben es fast geschafft, wir haben es fast geschafft. Nur noch darüber. Wow, puh. Das war jetzt echt knapp. Und ich habe sogar noch eine Münze bekommen, sodass ich noch meine Energie etwas auffüllen konnte. Jetzt muss ich da nur noch vorbei, das Drehding verwenden und komme nach oben. Heieieiei. Das war jetzt echt schwer. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich fand es jetzt nicht einfach. Und wir sind auch angekommen. Tralala, geschafft. Umdrehböden-Galaxie erledigt. Die Galaxie ist komplett. Und eine neue Galaxie wurde ebenfalls entdeckt. Auch bei der Terrasse. Ja, das ist der große Stern. Wir haben ihre Basis an der Front entdeckt. Bleibt zu hoffen, dass sie die Kraft des Sterns nicht missbrauchen. Ja, das hoffe ich auch. Wir brauchen immerhin die Kraft des Sterns, aber vorher geht es noch zu unserem Luma. La 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 la. Hey du da, hast du keine Sternenteile? Ich will Sternenteile essen. Ganz viele davon will ich essen. La 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 la. Komm schon, gib mir ein paar Sternenteile. Wenn ich 400 esse, verwandle ich mich. Na dann, wenn das so ist, dann wünsche ich dir erstmal einen guten Appetit, mein Freund. Ganze 400. Das war's, das war's. Mein Bauch ist voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung. Und daraus entsteht eine neue Galaxie, wenn Lumas ganz viele Sternenteile essen. Hui, was das wohl sein kann? Nun gut, ich würde sagen, finden wir es doch einfach mal heraus. Ich weiß es selbst nicht mehr und hoffe, dass es was Schönes ist. Mampf den süßen Kuchen, die Keksfabrik-Galaxie. Ach, herrje. Oh nein. Die ist so schwierig, vor allem mit Luigi, weil er nicht abbremsen kann. Nein. Ich sehe schwarz. Egal, wir müssen es schaffen. Ich möchte mutig bleiben. Ich möchte nicht sofort aufgeben, sondern einfach mal mein Bestes geben. Mal sehen, kann ich mit einem Weitsprung darüber? Boah, viel zu weit. Nein. Schade. Ich dachte, dass es doch noch hinhaut. Aber da war ich wohl doch ein bisschen zu übermütig. Ich bewege mich lieber mal am Rand. Ich finde es am Rand nicht so schwer. Hier weiter Sprung. Und gleich noch einmal. Und wir haben es geschafft. Aber jetzt wird es nochmal ein bisschen kniffliger. Wobei, hier geht's. Hier bin ich auch nicht so von dieser Rutsch... Von dieser Rutschfähigkeit betroffen, die Luigi besitzt. Ich meine, klar, er kann höher springen, er kann höhere Saltos machen, dies und jenes. Aber dass er immer wieder rutscht, das macht das Ganze noch ein bisschen schwieriger. Naja, aber das ist auch das Schöne an Luigi. Das macht ihn so besonders. Vorsicht. Okay. Puh, gerade noch gut gegangen. Das nehmen wir auch noch mit. Und jetzt, oh, wie soll ich da bitte durch? Oh nein, auch noch mit Luigi. Na komm, wir schaffen das. Vorsichtig. Oh, Luigi, spring aber bitte richtig. Nein. Oh, Gott sei Dank. Nein. Oh, das wird knifflig. Ich bin fast am Ende des Levels. Nein. Oh, Luigi. Ja, spring. Spring weiter. Oh, wir haben es geschafft. Es ist sogar sowas von sicher. Ja, boah. Wer hätte damit noch gerechnet? Oh Mann. Und da hinten ist Kapitän Toad. Ich muss mich erst einmal beruhigen, muss ich ganz ehrlich sein.
Oi. So, Rosalina, schau mal, wir haben einen neuen Stern gefunden. Aber wir müssen jetzt erst einmal einen neuen großen Stern zurückerobern. Das wird unsere nächste große Aufgabe sein. Na gut. Dann geht's wieder ab in die Terrasse. Und diesmal zu der Galaxie, die Bowsers Kopf trägt. Was ich genau damit meine? Ihr seht es hier links unten. Schaut euch das mal an. Das ist der Kopf von Bowser. Und das ist Bowsers Juniors Rockfabrik. Nee, was schon? Robofabrik, oder? Hab Rockfabrik gelesen. Bowser Juniors Robofabrik. Der dreibeinige Riese. Na, was der wohl kann, man sieht ihn schon im Hintergrund. Er ist allerdings gerade noch ausgeschaltet. Wir müssen ihn erst noch einschalten. Na gut. Luigi ist auf jeden Fall für dieses Unterfangen bereit. Für diesen Kampf. Erst einmal brauchen wir einen Kugelwilli. Und die finden wir hier. Die müssen wir jetzt irgendwie da nach oben locken. So, oh, wo bist du denn explodiert? Na toll. Irgendwo auf dem Weg hat er sich doch, wie sagt man so schön, verheddert. Er ist irgendwo hängen geblieben, konnte nicht weiterfliegen. Na gut, dann eben auf ein neues. Und jetzt hier einmal drauf, bitte. Perfekt. Jetzt nutze ich den Stern. Und fliege zu meinem ersten großen Endboss. Da vorne steht er schon. Und ich bin direkt auf seinem Planeten. Und wer ist da oben? Bowser Junior natürlich. Aha! Edge Badge. Du bist weit gekommen. Aber für einen wie dich brauche ich nicht mal die Hilfe meines Vaters. Los, Megabein. Zeig ihm die Macht des großen Sterns. Du schaffst das. Oh oh. Jetzt wird er aktiviert. Das ist er. Das ist Megabein. Er könnte eigentlich Megabeine heißen, denn er besitzt drei Beine. Na gut. Dann müssen wir uns einfach mal hier ein Bein schnappen und da nach oben klettern. So besiegt man nämlich dieses monströse Ding. Stück für Stück nach oben kämpfen. Und ich finde auch die Musik wunderbar hier. Die ist ein bisschen stürmisch, als wäre man eine Truppe und muss da nach oben. Und jetzt müssen wir nur noch versuchen, die Kugelwillis da reinzubringen. Also den Stern zu öffnen. Und dann haben wir Megabein schon besiegt. Also ihr seht, es ist gar nicht so schwer, aber die Kugelwillis da nach oben zu bringen, das ist knifflig. Zumal sich der Zaun auch dreht und bewegt. Egal, dranbleiben lautet die Devise. Wir schaffen das. Und komm schon, ja, perfekt. Nur eine kleine Öffnung. Aber vielleicht kann ich da sogar schon reinfliegen. Wobei, nee, das wird nichts. Umso besser für uns. Größere Öffnung. Die Chancen sind also umso höher. Aber der Zaun baut sich auch wieder zusammen, wie man sehen kann. Ist aber für uns nicht mehr wichtig, denn wir haben es geschafft. Megabein besiegt. Also, so groß und stark er auch aussieht, so schwach ist er am Ende des Tages dann doch. Wunderschön. Ein neuer, toller, großer Stern für uns. Schnappen wir ihn. Tada! Luigi, du bist einfach ein Gewinnertyp. Das kann man nicht anders sagen. Großen Stern erhalten. Und mit diesem geht es jetzt zurück zu Sternwarte. Wo auch schon Rosalina auf uns wartet und hoffentlich stolz darauf ist, dass wir es geschafft haben, wieder einen großen Stern zurückerobert zu haben. Ach ja, da geht mein Herz auf. Wir haben es tatsächlich gemeistert. Ist das nicht toll? Und es wird wieder etwas aktiviert, etwas freigeschaltet. Das war Stern Nummer 10. Die Galaxie ist komplett und wir können mit Rosalina sprechen. Das Badezimmer wurde freigeschaltet. Mal sehen. Dies ist unser Kraftfeld. Es zeigt die Kraft der Sternwarte an. Wenn du große Sterne zurückbringst, kehrt die Sternenkraft zurück und das Kraftfeld wird größer. Die Sternwarte des Kometen kann mit dieser Kraft durch das Universum fliegen. Wenn die ganze Kraft zurückerlangt ist, können wir bis zum Zentrum des Universums reisen.
Das ist der von hier aus fernste Ort im Universum. Mhm. Oh, eine neue Kuppel wurde aktiviert. Schau mal, Luigi. Das Badezimmer. Wir nennen die wiederbefreite Kuppel unser Badezimmer. Die Karte, die ich dir vorhin gezeigt habe, zeigt nicht nur die Kuppeln, sondern auch die entdeckten Galaxien und verschiedene Infos. Wenn du vergisst, wo sich eine Kuppel befindet, komm und frag mich. Dankeschön. Und rechts geht es direkt mit dem nächsten Video für euch weiter, wenn ihr möchtet. Einfach da drauf tippen und schon könnt ihr euch das nächste ansehen. Und nicht vergesst, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol und dann auf Abonnieren. Und schon seid ihr Teil unserer Katzen-Community. Das wäre richtig cool. Na dann, bleibt katztastisch!